Herzlich willkommen in unserer Dauerausstellung am Judenplatz. Heute stelle ich euch Objekte vor, deren Aussehen sich in den letzten 700-600 Jahren nicht wirklich geändert hat. Wenn man sie in der Vitrine betrachtet, dann könnten es genauso gut Objekte von letzter Woche oder vor 100 Jahren sein. Diese Objekte stammen aus der archäologischen Ausgrabung der 1990er Jahre, wo sie in der Nähe der Synagoge, der mittelalterlichen Synagoge am Judenplatz gefunden wurden. Wenn man sie sich genauer ansieht, dann haben sie heute noch genau dieselbe Funktion, die sie damals hatten. Es handelt sich nämlich um vier Würfel. Vier Würfel aus Knochen, das ist das Material. Und sie wurden für genau dasselbe eingesetzt, für das man sie auch heute noch einsetzt, nämlich für Spiele. Das Würfelspiel war in Wien ein ganz besonders beliebtes Spiel. Das wissen wir aus zahlreichen erhaltenen Quellen. Und es war ein beliebtes Spiel nicht nur im jüdischen Viertel, sondern auch in der christlichen Bevölkerung. Man kann sogar davon ausgehen, dass Jüdinnen und Juden, Christen und Christinnen gemeinsam gewürfelt haben. Warum wir das wissen? Wir wissen davon, weil es zahlreiche Verbote gibt. Es gibt Verbote von Seiten von Rabbinern, aber auch vom Wiener Stadtrecht, dass das Spiel verbietet, vor allem das Spiel um Geld. Denn man hat also nicht nur zur Freude und zum Spaß und anlässlich von Festen miteinander gespielt, zum Zeitvertreib, sondern es schien auch um Geld zu gehen. Das Spielen barg deshalb auch existenzielle Bedrohungen, denn man konnte dem Spiel verfallen, man konnte dadurch von seiner Arbeit und vom Lernen abgehalten werden oder seine eigene Familie und die eigene finanzielle Existenz bedrohen. Daher fielen die Urteile der christlichen und jüdischen Autoritäten ganz deutlich aus. Das Spiel um Geld wurde strikt verboten. Ja, ihr könnt hier in der Ausstellung außer dem Würfel noch viele andere spannende Objekte entdecken. Ich würde mich sehr über euren Besuch freuen.